Ihr wollt den Einstellungstest bestehen? Dann haben wir hier 5 wichtige Tipps für euch. Der erste und wichtigste Tipp ist, bereitet euch rechtzeitig auf den Einstellungstest vor. Nehmt euch vor dem Termin mindestens 2 Wochen täglich Zeit für die Vorbereitung. Einige sagen vielleicht, man kann sich nicht auf den Einstellungstest vorbereiten. Aber doch, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit Übungen, unter anderem aus dem Bereich Logik und Mathe, ihr euer Ergebnis im Auswahlverfahren deutlich steigern könnt. Außerdem fühlt ihr euch sicherer, wenn ihr wisst, welche Aufgabenformen auf euch zukommen. Der zweite Tipp ist, konzentriert euch auf Themen, die ihr noch nicht so gut beherrscht und versucht euch gezielt zu verbessern. Ihr habt vielleicht lange schon keinen Aufsatz mehr geschrieben oder noch nie Matrizenaufgaben gelöst? Schaut euch gezielt Aufgaben dazu an. Vergleicht euer Ergebnis mit anderen und trainiert die Aufgaben, mit denen ihr noch Schwierigkeiten habt. Der nächste Tipp ist, baut die Übungszeit als Routine in euren Alltag ein. Fangt erstmal mit kleinen Schritten an, macht ein paar Übungen und schaut, wo ihr aktuell steht. Versucht euch dann täglich in bestimmten Bereichen zu steigern. Als Tipp Nummer 4 haben wir, nutzt bei Fehlern die Lösungsvorschläge als Feedback. Gebt nicht auf, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Fehler sind gute Chancen, um noch besser zu werden. Nutzt Lösungsvorschläge, um aus Fehlern zu lernen. Stellt euch immer die Frage, warum habe ich diese Aufgabe nicht lösen können? Wurde es mir vielleicht bisher falsch erklärt? Es ist immer gut, mehrere Quellen zu verwenden, um auf die Lösung zu kommen. Schaut euch passende Erklärvideos an und gleicht die Lösungsvorschläge zu den Aufgaben ab. Und zu guter Letzt unser 5. Tipp. Lernt aus den Erfahrungen anderer und tauscht euch in Gruppen aus. Viele andere Bewerber haben die Erfahrung im Einstellungstest gesammelt und das Auswahlverfahren bereits erfolgreich bestanden. Sucht euch passende Gruppen und tauscht euch mit genau diesen Bewerbern über eure Erfahrungen aus. Sie können euch sagen, worauf ihr besonders achten solltet. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dein Plakos-Team und abonniert unseren Kanal, um beim Thema Einstellungstest immer up-to-date zu sein. Viel Spaß!